Hallo Leute, grüß euch. Schön, dass ihr da wieder das Video verfolgt und aufgedreht habt. Freut mich sehr. Der Grund ist hauptsächlich, warum ich dieses Video mache. Ich versuche es kurz zu halten. Zuerst einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch zu senden, persönlich zu sagen, für die vielen Geburtstagswünsche, die ich erhalten habe. Ich hatte am 24.05. Geburtstag, wieder mal, ja, Zeit vergeht. Und da gab es auch einige persönliche, also mit Telefonanrufe, E-Mails, BN-Nachrichten, also unheimlich viel. Ich möchte nur sagen, danke und nochmals danke dafür. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, aber in dem Zuge des vielen Dankes möchte ich euch trotzdem nicht ein paar kleine Neuigkeiten kundtun. Ja, es ist zwar jetzt auch wieder nur so ein kleines Infovideo, aber es wird demnächst jetzt, ich hoffe Ende Juni, wieder ein unter Anführungsstrichen Testvideo geben eines HiA-Gleitschirmes. Mein Glück ist, dass jetzt das große Testival in Kösten, das Supertestival in Kösten, wetterbedingt abgesagt worden ist. Deren leider Gottes Pech, hätte mich gefreut, wenn sie das hätten machen können. Mein Glück, somit wird der Schirm frei. Und zwar, ich möchte es gleich vorweg sagen, weil bald das hoffentlich dann Ende Juni das Video dann online sein wird, wenn das Wetter mitspielt. Es handelt sich um den Ozon Alta. Nicht Alter, hey Alter, wie es im Wienerischen heißt, ein Alter. Das A ist sicher eine Anlehnung des A-Gleitschirmes. Ist ein HiA-Gleitschirm. Gibt es, wie es momentan auch schon, eine Version, und zwar in einer normalen, eigentlich einer Leichtversion, eine Normalversion, die anders dann heißt, wie es eigentlich bei Ozon üblich war, hätte ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Und bin da eigentlich sehr, sehr gespannt, weil der Ozon sehr, sehr viel verspricht, was der Gleitschirm an Leistung und Handling und Flugspaß bieten soll. Und das hat mich natürlich sehr, sehr neugierig gemacht. Wenn der nicht dann sehr stark den Bass, der eigentlich der Low-Mid-B-Schirm bei Ozon immer war und ist, da nicht dran nagt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, den aktuellen Bass kenne ich nicht. Aber schauen wir mal. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich habe ein bisschen was vor mit dem Schirm. Werden wir gucken, ob mir das gelingt, sofern das Wetter mitspielt und das dazu passt und die Thermik passt. Natürlich ganz, ganz wichtig für mein Vorhaben. Und ob der Schirm das dann auch bringt, ob das möglich ist. Werden wir gucken. Ich möchte nicht zu viel verraten und zu viel Hoffnung machen, aber versuchen wäre es auf alle Fälle. Ich hoffe auch, dass ich den Schirm ein bisschen längere Zeit haben kann, so 3 Wochen, dass auch das mit dem Wetterglück dann passen könnte. Denn ich habe das eh mitgekriegt, Wetter ist alles andere wie toll. Es gab zwar ein paar schöne Flugtage, aber wir sind immer wieder gespickt von Gewitter. Dann, wenn die Windrichtung wieder mal passt, wird es dann sehr schnell sehr stark. Wir haben dann oft föhnige Lagen da bei uns. Ja, und auch immer wieder, auch heuer wieder der Trend, immer wieder mal Nordwindlagen, also sehr nördliche Windrichtung, was wir früher nicht so oft hatten. Ich kann mich nicht wiederholen, das ist jetzt schon, glaube ich, das zweite, dritte Jahr in Folge, dass wir recht oft Nordwind haben, also nördlichen Wind, also Nord-Nordwest, Nord-Nordost und Nordost, also das war früher nicht so oft. Scheint sich da jetzt meteorologisch so einzustellen, dass wir das jetzt öfter haben. Naja. Und dann hat viel föhnige Lagen, richtigen Föhn haben wir eigentlich hier bei uns ja nur, wie ihr vielleicht ja wisst, die Flieger hier auf der hohen Wand, eigentlich mehr bis Südwestwind. Aber dann doch ziemlich stark und ein bisschen Wellenbildung gibt es dann auch von den Vorbergen her. Ist dann auch nicht so lustig. Tja, Wetter spielt ja ziemliche Kapriolen. Ist nicht so toll für den Flieger momentan. Deswegen hoffe ich, der Schirm ist schon unterwegs, hat mir Ozon gesagt gestern. Ich hoffe, dass der dann Anfang Juni dann bei mir ist. Da, wo ich das Video jetzt als reinspreche, wo ich es aufnehme, ist der 28.05. Donnerstag, der 30.05. ist ein Feiertag. Ich rechne dann, dass er dann nächste Woche dann kommen wird. Und dann heißt halt Daumen drückt, dass das Wetter passt, dass ich ein paar schöne und ausgedehnte gute Flüge machen kann mit dem Schirm. Und dann, ich werde es dann sehen.
Ja, und eine weitere Folge habe ich auch die Zusage für einen weiteren Schirm. Ich kann noch kein Datum sagen, aber ich kriege ihn sicher im Sommer, wird er dann kommen. Ein C-Schirm, ein Zweiliner. Und da wäre ich kein Ozon, nein, anderer. Und da wird es dann auf alle Fälle dieses Jahr zwei Vorstellungstestvideos von Gleitschirmen geben. Das möchte ich auf alle Fälle irgendwie reinzwicken in meine Arbeiten. Ich bin zurzeit, habe ich schon im vorigen Video gesagt, ziemlich eingedeckt mit anderen filmischen Sachen. Bin dabei, einen großen Spielfilm zu schneiden. Das Handicap ist, der ist in polnischer Sprache. Und das ist natürlich auch ein bisschen tricky. Sehr, sehr große Dateien, also insgesamt 7 Terabyte an Filmmaterial, die musste man auch einmal hin und her schupfen. Ja, und dann bin ich auch noch dabei, für die Gemeinde Hohe Wand ein Video zu machen. Da spielt man auch das Wetter, macht man immer einen Strich durch die Rechnung, weil ich möchte es möglichst toll und mit schönen Aufnahmen machen, die von der Gegend, da von der Hohen Wand. Da sind viele Drohnenaufnahmen und andere spezielle Aufnahmen dabei und da muss das Wetter halt mitspielen. Also bei Drohnen halt mit dem Wind muss passen, nicht zu viel Wind sein, dass die Aufnahmen ruhig sind und. Also da auch die Wettersituation mit dann die schönen Bilder gibt, die ich mir da so vorstelle. Ja, und das dauert halt leider Gottes auch und es brennt mir auch ziemlich unter den Nägeln, dass ich das fertig habe. Eigentlich hätte ich das Ende April fertig haben wollen, ja, sagen wir Ende Mai. Und na gut, wie ihr mitbekommen habt, ist aber ja auch eine Schlechtwetterphase mit viel Regen dazwischen. Soll jetzt wiederkommen mit viel Regen? Naja, schauen wir mal. Gut, halten wir es möglichst kurz, wird eh schon wieder zu lang, das Blabla-Video. Drückt mal die Daumen, dass dann Ende Juni, Anfang Juli das Video über den Ozonalter dann online ist, dass ihr das schafft mit dem Flugwetter und mit dem Schneiden, dass es dann passt. Und kann nur sagen, bis dahin drückt mal die Daumen, dass das alles klappt. Und noch einmal vielen, vielen Dank für die tollen, zahlreichen, vielen Geburtstagswünsche. Und wir sehen uns demnächst. Ciao, servus, freue mich schon.